Wenn ich schaffe, ich werde jetzt nochmal den Rasen rasieren. Achso. Hallöchen alle miteinander, heute zum Sonntag. Ja, wir fangen Sonntag an heute, weil gestern war wieder Geburtstag, 86. Ich hatte vorher noch eine Pflasterbaustelle, die ich fertig machen musste. Und wir haben Stress, denn morgen kommt die Küche, wir müssen hier noch Malerarbeiten tätigen. Ja, unser wunderschöner Fußboden. Ich muss mal was loswerden. Und zwar, so schön ist der Fußboden gar nicht. Ja, wenn er über meine Schulter guckt, diese Flucht, die ist total aus der Flucht. Also die ist überhaupt nicht parallel zu der Außenwand. Und das zieht sich bis rüber in den Flur mit. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber zu der Küche. Weil wenn da jetzt die Flucht hier verlängern würde, bin ich da vorne an der Haustür 7 cm näher dran an der Wand, als ich hier bin. Also ich habe meine Schuhe durchgehalten und wenn ich jetzt von der Haustür hier reingucken würde, sehe ich sofort, das macht so einen Bogen. Ich gehe noch mal kurz hier rüber, damit ihr euch mal das richtig angucken könnt. Ich stelle euch jetzt mal hier genau an die Wand und man sieht, dass es nach links wegdriftet. Und ja, es ärgert mich, weil du steckst hier so viel Herzblut in dieses Haus und zeitlich hat es nicht gepasst. Ich wollte es schon, wir machen eigentlich alles alleine, aber ich dachte mir, nein, holst du eine Fachfirma ran, die das täglich machen. Mag sein, dass es ein bisschen sich vertuddelt, wenn hier die Möbel drin stehen oder auch nicht, weil eine Couch oder einen eckigen Tisch stellst du ja auch irgendwie winklig oder parallel zu den Wänden hin. Kann natürlich sein, dass es dann noch schlimmer wird. Morgen früh um 7, glaube ich, kommen die hier mit einer LKW, wollen die Küche hier einladen. Und jetzt muss ich erstmal hier unten diesen wunderschönen Fußboden, der ist ja wirklich wunderschön, nur scheiße verlegt, abdecken, weil als nächstes oben die Decke zweimal gestrichen werden möchte und die Wände auch zweimal gestrichen, zumindest hier in dem Bereich, wo die Küche hinkommt, weil um die Küchenschränke rummalen muss ich nicht wirklich über die ganze Küche abhängen, deswegen machen wir heute hier mit der Anne mal kurz Rendezvous. Und ja, wie schon gesagt, genug aufgeregt, oh, ich muss jetzt was machen, mich ablenken. Watch out, they said I won't see you coming. Bounce out for sure, won't blink now we're standing face to face. And I'm hesitant to open, you'll come my direction. I get in ahead of myself. You're smiling, cause you know you got my attention. Now it's up to me. Ein liebes Hallo auch von mir am Sonntag. Sonntag auf der Baustelle ist nicht so toll, aber es muss sein. Stefan hat es ja schon erzählt. Ja, ich habe zu Hause noch ein bisschen was gemacht. Jetzt habe ich auch Zeit, hier ein bisschen zu helfen. Ich werde jetzt anfangen, mit den Wänden zu streichen. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Die Farbe ist von Alpina Altweiß. Ich zeige euch es mal. Und das ist sie hier, Alpina Altweiß. Ja, was soll ich sagen? Ist halt weiß. Wohl nicht ganz so ein Strahleweiß, aber für mich ist es weiß. Habe ich euch im letzten Video ja schon gezeigt gehabt. Diejenigen, die es gesehen haben, wissen es schon. Gut, ich fange einfach an. Stefan, der streicht jetzt das zweite Mal schon drüber. Deckt das zweite Mal oder musst du dreimal streichen? Was meinst du? Nö, zweimal. Zweimal nicht. Passt. Das ist ja gut. Mehr geht's nicht. Sehr schön. Ja, und ja, ich werde dann die Wände noch weiter streichen. Ohne der Stefan, mal gucken. Noch ein Problem ist hier unser Kellerloch. Hier wurde mal alles reingestellt. Hier, das alles ist noch hier vom Zumauern, wo der Schornstein war. Das haben wir noch nicht geschafft wegzuräumen. Und wenn natürlich morgen dann die Küchenbauer kommen, sollte das doch ein bisschen ordentlich aussehen. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell. Das sieht so top aus, wenn die Apfelleiste weg ist. Jetzt sieht das Fenster doch gleich wieder schick aus. Bisschen geputzt, das Ganze. Folie ab. Nein, das wird immer besser.
Dann ist hier unten wieder alles sauber. Oder zumindest halbwegs sauber. So, dass man sich nicht schämen muss, wenn hier jemand anders herkommt, außer wir. Und der Stefan, der macht jetzt oben hier noch weiter ab. Die ganzen Klebestreifen. Hier hat er schon angefangen, habt ihr ja gesehen. Ich klettere mal hoch, dann zeige ich euch das mal ganz genau, wie er das macht. Jetzt kommt das Schönste. Jetzt hast du hier eine absolute megamäßige, krasse Kante. Sieht super aus. Und wir haben es zu Hause in unserem alten Haus genauso gemacht. Und es ist noch nichts gerissen an den Kanten. Weil ich denke mal, es werden wieder Kommentare kommen, das könnte vielleicht reißen. Aber nein, das ist bis jetzt so geblieben. Und wir sind wie viele Jahre schon da drin? 14. Jo. Ich habe jetzt hier alle Balken befreit von dem Klebeband. Sieht richtig schick aus. Also die Decke macht wirklich einen Haufen Arbeit. Da muss man wirklich abwägen, ob man die Zeit und Lust hat, das überhaupt hier alles zu machen. Aber es lohnt sich. Küche gut, alles gut. Ja, heute ist die Firma Gutzmann hier. Die baut bei uns die Küche ein. Die Monteure sind drinnen schon fleißig. Da gehen wir auch gleich mal rein gucken. Vorher wollten wir euch mal kurz zeigen, dass die wirklich da sind. Also hier steht ein Auto von der Montage. Ja, alles da, alles gut. Alles gut, ja, hoffentlich. Ja. Geht voran. Besser als beim Fußboden hoffentlich. Also gehen wir mal drinnen gucken, was da los ist. Hier steht schon mal einiges, aber das ist natürlich nicht alles, denn da steht schon der Rest. Und die Anne steht da. Mit mir. Aber jetzt zeigen wir dir alles haargenau. Ach so, gut, dann bleib mal bitte weg. Also, so ungefähr vom Weiten habt ihr schon mal den ersten Eindruck. Der Monteur ist auch schon fleißig dabei. Freut sich natürlich tierisch, hier die Küche einzubauen. Ist natürlich logisch. Wer freut sich nicht, hier arbeiten zu dürfen? Axel freut sich auch immer. Ja, ihr seht die Anne. Der gefällt jetzt schon. Wenn ich gerade so die Anne stehen sehe, ich frage mich, wie willst du das Fenster aufmachen, wenn die Spüle eingebaut ist? Greif mal nach dem Fenstergriff. Viel paar Zentimeter. Naja. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder auf der Baustelle, diesmal mit Arbeitssachen. Der Rümund hier hinter mir, der ist noch schwer am Fummeln. Der hat immer noch Lust, staunig. Weil wir haben schon wieder gleich halb sechs oder schon nach halb sechs. Ich muss allerdings jetzt noch was machen. Denn ganz am Anfang war ja mal geplant, dass wir hier eine IKEA-Küche irgendwie uns zurechtschnitzen oder selber eine bauen mit alten Steine und eine Arbeitsplatte mit altem Holz. Das wurde ja verworfen. Wir haben ja jetzt doch eine Einbauküche uns anfertigen lassen, hatten aber schon vorher unsere eigenen Gedanken mit den Steckdosen. Die passen zu 99%. Aber das eine Prozent seht ihr jetzt unten in der Ecke. Dort ist der Geschirrspüler im Weg, also der kommt noch weiter an die Wand. Und jetzt muss ich gucken, dass ich diese Steckdose bis morgen noch irgendwie verlegen kann. Weil die sind nämlich einzeln abgesichert. Einmal für den Durchlauferhitzer, der unten noch rankommt, und für den Geschirrspüler. Das will ich nicht auf eine Sicherung laufen lassen. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen was kaputt machen. Aber wie gesagt, es ist ja versteckt. Sieht man zum Glück nicht. Mal gucken, bis morgen sollte das erledigt sein. Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh. Isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone, cause I didn't come crying to you. So come on, ask me if it hurts just as much as it did before. And honestly, the third time, the fourth time, now baby, I'm getting bored. You're keeping me awake for the last time. I put my phone in airplane mode tonight. You can waste your breath, I won't waste mine, cause it's the last time. You keep me up. Und es werde Licht. Hier habt ihr schon mal einen Eindruck nach dem zweiten Tag Küchenaufbau. Also der Kollege, der die Küche aufbaut, hat mit dieser Küche echt zu tun, weil hier wirklich, diesmal nicht groß, aber irgendwie ist hier so viel anzufummeln. Wir waren gestern Abend mit der Anne schon mal hier gewesen, die wolltest du unbedingt nochmal sehen. Und es sind dir zwei Sachen aufgefallen, und zwar ist die jetzige Arbeitshöhe knapp 90, da wo wir jetzt wohnen 86, und weil die Anne ja doch relativ klein ist,
ist das nicht so angenehm. Warum? Wie geht das hier nicht tiefer, hat er mir erzählt. Und was hier auch aufgefallen ist, dort haben wir jetzt zwar nur bis jetzt 3 LED-Leuchten. Ich müsste eigentlich die restlichen 1, 2, 3, 4 Leuchten noch anschließen. Das findest du schon mal richtig geil, weil die Leuchten halt direkt über der Arbeitsplatte und da, wo wir jetzt wohnen, da kommen die immer von hinten. Oder die Lampe, die wir haben, die kommt von hinten und dann, wenn du vor dir arbeitest, siehst du nichts. So, apropos, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt endlich mal rübergehen auf unser Dach und die letzten 6 oder 7 Dachlatten waren es, glaube ich, gewesen. Die will ich jetzt noch annageln. Habe ich im letzten Vlog nicht mehr geschafft, denn da hat es angefangen zu schiffen. Hallöchen am Freitag. Ich bin gerade mal ganz schnell auf die Baustelle gegangen. Ich will euch einfach nur ein Update geben. Heute passiert hier nicht wirklich viel auf der Baustelle. Zum einen kam die Pflanzmischlieferung. Ich habe ein bisschen was bestellt, was ihr auch so gesagt habt. Ist noch nicht alles, kommt noch ein bisschen was. Ja, schaut nicht so besonders aus, aber ist meistens so, wenn das kommt. Aber das wächst alles an. Also bis jetzt hatte ich noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Also alles super. Wenn du natürlich hier irgendwo zu einer Baumschule oder so gehst, naja, da sieht das natürlich alles ein bisschen besser aus, aber zahlt es auch ein bisschen mehr. Also ich hatte jetzt mit pflanzmich.de noch nie Probleme gehabt. Einmal rumswitchen, Stefan ist auch da, der ist heute nicht ganz so begeistert. Der macht halt Holz, aber wir haben immer noch keinen Kraftstrom, stimmt's? Das heißt, diese ganz großen Stämme hier, die bekommt das kleine Ding nicht hin. Das ist nur Spielzeug. Oh naja, auf dieser Baustelle ist sowieso einiges anders. So, lass mal Stefan da hinten ein bisschen weitermachen. Wartet, muss ich noch mal ins Auto gehen. Ich habe doch Farbkarten mitgebracht für die Wände in der Stube. Warte mal, wo habe ich denn das hier? Das Auto ist halbwegs sauber. Halbwegs. So, da sind sie. Ich habe doch letztes Jahr schon, wo wir den Kamin hier einbauen lassen haben, habe ich doch schon mal mir so eine Farbkarten bestellt. War auch schon mal in einem Video gewesen. Und das ist mir jetzt eingefallen, dass ich die hier habe. Ne? Von Miss Pompadour. Habe auch noch nie Farben dort probiert. Und jetzt halte ich die mal ran und guck mal, was so vielleicht mir gefallen könnte. Aber ihr seid bestimmt voll neugierig auf die Küche. Ja, ich muss euch sagen, die ist noch nicht ganz fertig eingebaut. Ein Schrank hat gefehlt, ein paar Leisten haben gefehlt. Das kommt alles noch. Aber ist jetzt für uns kein Problem, weil ja, wir brauchen es ja eigentlich noch nicht wirklich, die Küche. So, mache ich extra Licht für euch. Jetzt kriegt ihr mal so einen kleinen Einblick schon mal in die Küche. Und I love it. Ich finde sie so geil. Es ist relativ weiß, ich weiß. Aber ich liebe es trotzdem. Hier kann man so schön, dann Lampen, mit denen dann ein bisschen spielen farblich. Und ja, immer irgendwas mit Holz hier so mit einbringen. So, also wirklich nur ganz kurz. Hier ist der Kühlschrank, hier ist ein Apothekerregal. Wartet mal, mache ich das mal auf. Optimal. Dann die Mikrowelle in weiß und der Backofen in weiß. In schwarz hat es mir ja nicht so sehr gefallen, also jedenfalls nicht, wie wir das so generiert haben, konfiguriert haben. Und ja, ich bin froh, dass ich es wirklich in weiß genommen habe. Und hier kommt unsere tolle Riesenwand. Hier oben, das ist die Leiste, die dann hier oben noch fehlt. Das wird dann wirklich alles komplett dicht sein. Und ja, was verbirgt sich hier? Das ist genau das, da haben einige mal gefragt gehabt, wo kommt denn die Tür hin? Die kommt da hin. Das ist die Tür, Leute. Zack. Auf und zu. So sieht's aus. So, hier hinten ein bisschen was mit Holz, damit es nicht ganz so weiß wird. Hier kommt der Thermomix dann hin. Dann Schubfächer. Hier ist die Geschirrspülmaschine. Und richtig cool, dass wir das hier wirklich bis hier hinten hin so machen lassen haben. Finde ich top. Hier kommt die Spüle hin. Spüle liegt dort hinten. Und ja, der Herd fehlt auch noch. Der kommt dann hier so hin. Und ganz viel Stauraum. Und wer hat es bemerkt? Die Fronten sind nicht gleich. Aber das war ja der Sinn der Sache. Hinten ein bisschen als Highlight. So ein Tick Landhaus. Und hier vorne alles clean, glatte Flächen. Bisschen klassischer das Ganze. Also mir gefällt es. Ich weiß, ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber
finde es toll so. Also Küchenvorstellung nur im Schnelldurchlauf jetzt. Aber ich hoffe, ach, das hat euch jetzt ein bisschen wenigstens gefallen. Ja. Dahin steht noch was. Hinten steht der Rasenmäher. Er ist gekommen. Ich glaube, den packe ich heute aus. Ich bin immer so neugierig. Es gab sehr viele Kommentare. Einige haben geschrieben gehabt, der ist gar nichts. Den haben wir gleich zurückgeschafft. Andere haben wiederum gesagt, ach, der ist super toll. Also ich packe ihn aus, werden heute nicht ausprobieren. Ich denke mal eher morgen. Ich muss ja noch die Akkus laden. Und dann werde ich euch das auch berichten. Gut, und jetzt gehen wir hier hinten, jetzt gehen wir an die Farbe. Halt das mal ran und schauen wir mal. Also ich freue mich schon mal echt aufs Streichen hier. Die Seite, das haben wir alles noch nicht gemacht. Und diese Wand und auch dort hinten, die beim Kachelofen, die seht ihr gerade nicht, egal. Die bekommt ein bisschen Farbe. Ja, ich habe mir schon zu Hause ein bisschen was ausgesucht. Zum einen, was ist denn das? Grün mit Grau. Relativ dunkel. Aber ich finde das eigentlich immer recht schön, so einen Kontrast auch zu haben. So ein bisschen was Helles. Grün mit Salbei. Ist auch schön, ne? So ein bisschen pastellig. Jetzt kommt Amelies Favorit. Finde ich auch schön. Grün mit Glas. Aber ich weiß nicht, ob das zu quietschig ist schon. Gut, und das ist jetzt Grau mit Grün. Also ich sehe zwar nur Grau, aber wäre halt eine graue Wand. Aber ich weiß nicht, so Grau würde passen. Aber ich weiß nicht, ob mir das so unbedingt gefallen würde. Jetzt habe ich sie alle nochmal so zusammengestellt, damit man das nochmal mit dem Fußboden so sieht. Und ja, das rechts, das sieht man ja kaum, das Grün. Also das ist definitiv zu wenig. Das daneben, das linke, das ist mir zu quietschig. Dann das nächste gefällt mir schon sehr gut. Und selbst Grau sieht schön aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt verstehen könnt. Die Schafe, die gehen gerade voll ab dort hinten. Naja, so, ich wollte es euch aber ganz kurz mal zeigen. Der Rasenmäher, also der ging sowas von einfach aufzubauen. Ich glaube, 5 Minuten länger brauchte ich nicht. Klappe hoch, das Teil hier kurz mal angeschraubt und da unten angeschraubt, das rangehangen und fertig. Ich würde ja gerne heute anfangen zu mähen, aber es hat ein bisschen geregnet gehabt und die Akkus müssen noch aufladen. Deswegen ist das was für morgen erst. Aber da spare ich mir die Zeit für morgen. Jetzt sind wir noch mal ganz kurz hinter der Scheune und ja, endlich mal wieder ein bisschen Rasen gemäht hier. Und jetzt wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, das Erdbeerfeld, was ich letztes Jahr angelegt habe. Ich bin ja hier nirgendwo mehr durchgekommen. Hier, ihr seht, es wächst überall, die Brennnesseln. Katastrophe. Ja, aber jetzt sind wir mal so halbwegs durchgekommen und ihr könnt sehen, wir haben richtig viel Erdbeeren. Das waren ja letztes Jahr nur so eine kleine Pflänzchen und die sind schon voll geschossen. Also auf alle Fälle haben wir ein paar Erdbeeren. Also die Akkus waren jetzt innerhalb von, ich würde sagen, 20 Minuten aufgeladen. Und weil ich so neugierig bin, besonders wie laut der ist, werde ich jetzt hier fahren mal. Test bestanden. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Das war jetzt nicht wirklich sehr laut gewesen. Haben ja einige gesagt, dass der irgendwie dermaßen laut sein soll. Ist nicht irgendwie lauter als unser Greenworks oder so. Hat mich nicht gestört. Lässt sich super hin und her fahren. Ist richtig leicht das Ganze. Also ich kann nicht meckern. Das war natürlich jetzt bloß so eine kleine Fläche gewesen. Aber so für den ersten Versuch ist das Ding schon vollkommen in Ordnung. Und ja, morgen werde ich dann mal, oder nächste Woche, ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Zurzeit habe ich wieder Haufen um die Ohren. Werde ich dann die ganzen Ecken, für was der natürlich dann zuständig sein soll, einfach mal probieren zu fahren, zu mähen. Hallo alle miteinander, wir haben Sonntag. Ja, Sonntag ist heute mal Bautag, weil gestern war ich nicht auf der Baustelle. Gestern musste ich bei Anne, ihrer Tante, noch was pflastern. Wir haben schon nach dem Mittag, ich bin zwar schon eher losgedüst, aber ich musste heute mal etwas Fahrzeugpflege betreiben. Und zwar für alle, die sich auskennen, hat denn der kleine Schorschi heute mal eine richtige schöne Graffitkur bekommen. Ja, Türverkleidung ab, die Türen eingesprüht, Lampentöpfe raus, die Kotflügel von drinnen, von hinten, das Geweih. Also für alle, die sich auskennen, wissen Bescheid. Genau, muss sein beim Trabi, da hält er länger. Mein Plan heute war eigentlich gewesen, Holz zu spalten. Aber den habe ich jetzt auf dem Weg hierher verworfen, denn ich habe mir überlegt,
Ich werde heute anfangen, in dem zukünftigen Bad eine Wand zu verputzen. Leider kann ich dafür nicht den Mischer nehmen, weil da haben sich ein paar Rotschwänze eingebildet, dort ihre Kinder zu kriegen, die mittlerweile auch schon da sind. Ich habe noch nicht gezählt, wie viele da sind, aber auf alle Fälle sind dort kleine Babys, die ordentlich Rabatz machen. Und jetzt weiß ich allerdings noch nicht, welche Wand ich verputzen werde. Aber hier ist die Duschstraße. Warte mal, ich drehe mich mal um. Ich muss das mal auch noch machen. So sieht's aus. Da ist die Duschstraße. Die müsste ich jetzt irgendwie abdecken. Habe ich gar keinen Bock dafür. Und bei der Wand sehe ich gerade, da geht ordentlich Mischung drauf oben. Die scheint ein bisschen außer Lot zu sein. Aber Bockwurst. Obwohl, hier sind auch die Anschlüsse von links. Naja, wahrscheinlich werde ich die Wand verputzen. Wird sich heute ganz schön in die Länge ziehen, weil ich alles mit dem Rührwerk anrühren muss, wegen den Rotschwänzchen. Aber so ist das halt, wenn man auf dem Dorf wohnt. Ja, wer einen Mischer hat, kennt das vielleicht, dass dort irgendwelche Vögel nisten. So, ich hole jetzt mein Zeug und dann geht's los. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone vacant. Everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die Wand ist fertig, hat eine Weile gedauert, habt ihr ja selber gesehen mit dem Rührwerk. Naja, was willst du machen, wenn die Rotschwänzchen im Mischer nisten? Naja, sollen die Viecher ruhig ihr Ding machen, die haben es eh schon schwer genug, die armen Tiere. So, naja, einen haben wir fertig, bleiben noch drei übrig, kriegen wir auch noch hin. Und ich packe jetzt ein. Wir sehen uns erst wieder morgen oder übermorgen. Mal sehen. Hallo alle miteinander. Heute mal wieder mit dem Stefan zusammen auf der Baustelle. Der ist gerade hinter der Scheune. Der pflanzt den Pfirsichbaum ein. Wir haben auch gestern, waren wir ein bisschen einkaufen gewesen, Rindenmulch gekauft, der alle war, ein bisschen Erde noch zum Einpflanzen. Ich habe dort hinten ja noch die ganzen anderen Pflanzen, die von Pflanzen nicht gekommen sind. Und meine Nachbarin, hallo liebe Franzi, die hat mir auch was mitgebracht. Ich zeige euch mal. Und zwar so eine Pfingstrose ist das. In Weiß. Ich liebe Weiß. Bin ja mal gespannt. Die bleibt halt auch das ganze Jahr so, auch im Winter. Ansonsten sind ja mal die Pfingstrosen, die gehen ja dann immer ein, ne, und kommen dann wieder im Frühling. Also die nicht, die bleibt. Dann habe ich noch mal ganz kurz hier Löwenzahn gepflückt. Bei uns ist ja Massen an Löwenzahn. Zum Glück für die Kaninchen, die freuen sich. Und jetzt gehen wir hinter zum Stefan. Ihr seht, er ist schon mit dem Rasenmäher, mit dem neuen unterwegs. Ich muss ihn ja mal fragen, wie er den fit nimmt. Und macht sich mit dem? Na, top. Also wie ihr gehört habt, er ist zufrieden. Ich war die Woche immer mal wieder da gewesen oder auch am Wochenende, habe mich jetzt nie auf dem Video gesehen. Ich habe einfach hier immer wieder gegossen. Ist halt nun mal so, es ist richtig knacke warm, obwohl es halt früher nur 4 Grad gewesen ist. Und jetzt haben wir schon wieder über 20 Grad. Ja, ach guckt mal. Hier hat er schon gepflanzt, den Pfirsichbaum. Hier hatten wir letztes Jahr die Kartoffelpflanzen gehabt. Ich glaube sogar, dass das ja eine Kartoffelpflanze ist auf dem einen. Ich habe es einfach stehen lassen. Und ja, guck mal, die Pfirsiche wachsen. Ja. Wer es nochmal wissen will, das ist die Sorte. Also dafür, dass wir das dieses Jahr erst gekauft haben, sind ja echt viele Pfirsiche dran. Und jetzt sind die Schafe auch hier so, einmal umgeflockt das Ganze. Cool wäre natürlich, wenn die hier vorne den Zaun hätten, dann hätten sie bei mir hier alles wegfressen können. Gehen wir mal ein bisschen hier rein. Hier ist es eindeutig ein bisschen kühler als draußen. Ich habe euch letztens die Farben von Miss Pompadour gezeigt. Wir haben uns mit Stefan nochmal überlegt, welche Farbe wir nehmen. Und wie soll ich sagen, zum einen finden wir sie doch recht teuer, die Farben. Und ich habe doch mal, wo wir einkaufen waren im Turm, hier diese Farbkarte genommen. Und die ist mir wieder
entgegengeflattert. Und wir sind uns einig mit dem Stefan, dass wir das doch alles ein bisschen heller wollen. Das Weiß an sich finden wir schon sehr schön, aber es muss doch ein bisschen Farbe da rein. Und deswegen kommt dann die Essenz der Natur. Ein weiches Pastellgrün. So sieht es aus an der Wand. Also halt wirklich ganz dezent. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn wir dann den Schrank, den Küchenschrank, der da dort hinten steht, wenn wir den dann streichen, so in dem leichten Pastellgrün, finde ich das eigentlich sehr schön. Bestellt habe ich sie, die Farbe. Und was habe ich noch bestellt? Ach, die Leisten habe ich bestellt hier. Und ich habe erst überlegt, was es für welche wären. Entweder diese ganz glatten Leisten oder diese Berliner Leisten. Und dann ist mir noch was anderes in den Blick gekommen. Und zwar gibt es Cottbusser Leisten-Typ. Ich stelle das mal hier rein, so sehen die aus. Sind nicht ganz so glatt und sind aber auch nicht ganz so wellig. Halt so ein Mittelding. Fand ich nicht schlecht. Denke ich mal, passt relativ gut hier rein. Und nun der Plan für heute. Also wir haben einige Pläne mit dem Stefan. Wir wissen nicht, worauf wir beide Lust haben. Im Normalfall müsste wieder Rasen gemäht werden draußen, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich heute keine Lust dazu. Irgendwie möchte ich hier weiterkommen. Es soll gestrichen werden. Da sind wir uns einig geworden. Stefan wird wieder die Decken streichen, ich die Wände, außer eben dort hinten. Da müssen wir ja noch auf das Grün warten. Eigentlich hat er auch Lust gehabt, schon im Bad weiter zu putzen, die nächste Wand. Aber ich würde das gerne alles hier jetzt relativ schnell soweit fertig bekommen, damit hier auch, ihr seht ja hier diese ganzen, ja, Folien hier alles weg kann, Fenster ordentlich mal geputzt werden kann. Und ja, besonders hier, ich bin gespannt, wie die Fensterbretter aus Beton hier überhaupt jetzt aussehen, ob die noch ordentlich sind. Naja, schauen wir mal. Unten den Fußboden, das müssen wir noch alles auslegen mit diesem Vlies. Und dann müssen wir mal gucken, wann an der Küche weitergebaut wird, dass die dann auch fertig ist, damit wir den Raum hier wirklich dicht machen können. Weil ich habe keine Lust, dass hier der ganze Staub hier eben reinkommt. Deswegen muss es wirklich langsamer fertig werden. Zu den Deckenbalken, zu den Holzbalken wollte ich noch kurz was sagen. Ich wollte es ja eigentlich erst ölen. Macht man nun doch nicht. Stefan hat gesagt, ach, die dunkeln selber und ach, ist wieder mehr Arbeit. Das Öl müssen wir kaufen. Hat er eigentlich recht. Also bleiben sie erstmal so und so schlecht sind sie ja nicht. Ich mache jetzt mal schnell hier Remi-Demi, alles ein bisschen sauber, damit wir hier alles auslegen können und dann streichen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Taking morning slowly, waking up with the sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it took us a while to get here. Einmal angerührt und kann's losgehen. Stefan macht wieder die Decken und ich fange an, die Wände zu streichen. So, was haben wir schon jetzt geschafft heute? Die Ecke hier gestrichen zu Decke. 55%. Decke muss nochmal rüber gestrichen werden, die Wände auch nochmal. Und dann können wir das erste Mal das abmachen und das abmachen. Aber da werden wir nichts sehen, weil da die Folie dahinter ist. Aber hier sehen wir was. Aber hier sehen wir was. Die schöne Feder, der jetzt nicht mehr blüht. Hallöchen, weiter geht's am Mittwoch. Schnell mal die GoPro schnappen, denn der Stefan, der ist schon drin. Wir haben schon wieder halb fünf haben wir schon. Und wir kommen mit dem Stefan nicht großartig auf die Baustelle. Oder immer so spät erst. Stefan hat sich heute überlegt, dass er heute weiter hier putzen wird. Oh, stiebt. So, jetzt bist du zu sehen. Raus. Ja. Dreckig. GoPro gebe ich dir schon mal. Nehme ich. Voller Akku? Habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Boah, das ist das Erste, was du machen musst. Obwohl die GoPro sind gut, die piept wenigstens. Das Ding, was du hast, ist ja... Ja, pieplos. Pieplos. Also die Wand ist dran. Siehst du, schön, dass du gerade da bist. Hier kommt eine Mauer hin. Mhm. Hier kommt das Waschbecken hin. Ja.
Hier hast du zwei Steckdosen. Mhm. Einmal für die Zahnbürste, einmal für deinen Föhn. Warte mal, ich muss mal hier. Oh, jetzt. Zahnbürste, Föhn. Das dritte wird ein Lichtschalter. Genau. Jetzt ist die Frage, willst du hier so einen richtig schönen, so einen richtig geilen alten DDR-Spiegelschrank? Nein, ich will gar keinen Spiegelschrank. Ausziehen mit so einem Knopf an der Seite, sieht so ganz kleiner, weißt du? Ich möchte, sag mal, bestimmt nicht. Gott, was willst du dann? Da kommt kein Spiegelschrank ran, sondern einfach nur ein riesengroßer Spiegel. Ohne Licht oder was? Ohne Licht. Ich habe extra ein Dings vorgesehen für eine Steckdose, dass du hier extra Licht hast. Willst du kein Licht haben? Ja, doch, aber das kommt dann von oben. Entschuldigung. Also wo soll denn das Licht? Vom Spiegel. Willst du das Licht in der Decke drin haben? Weil in die Decke kommen ja E-Spots rein über den Lichtschalter, den wir hier installieren fürs Bad. Du, das kann ich dir heute nie sagen. Na, ich muss ein Kabel reinziehen. Jetzt, sofort? Na, soll das Kabel hier irgendwo raushängen? Na, ich würde das wie bei uns im alten Haus jetzt irgendwie, das sieht immer, das finde ich eigentlich sehr schön, wie wir das da gelöst haben. Das ist da hängt ja einfach eine Lampe runter, so eine ganz kleine. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir haben ja hier die Spots, wie du schon sagst, hier oben dann. Das wäre nur halt so ein bisschen so ein, ja, schnuckliges Licht nebenbei. So, hier schauen wir mal, wie es heute aussieht. Ja, es ist ja nicht viel zu sehen für euch, ne? Es ist einfach nur weißer geworden. Ach nee, außer hier. Das sah natürlich vorher nicht so aus. Ja, zweiter Anstrich noch. Wundert euch nicht, es ist so laut. Ich habe hier den Akku vom Rasenmäher kurz mal rangehangen. Du kannst ja heute die 3/4 Sekunde schreiben. Wenn ich schaffe, ich werde jetzt nochmal den Rasen rasieren. Achso. Ja, den Rasen rasieren. Oh Gott, ihr merkt schon, ja, wir werden schon langsam eine Schubbe hier. Ich gehe jetzt den Rasen rasieren und dann gehe ich vielleicht noch streichen. Ich habe gestern schon ein bisschen angefangen gehabt hier vorne, aber ihr seht, wächst wieder. Und ja, alles was dort hinten ist, was so sehr, sehr hoch ist. Ich hoffe, dass ich mit dem, oder hier vorne, dass ich mit dem neuen Rasenmäher von Makita da recht gut hinkomme. Alles andere, was Fläche ist, wird weiter mit Greenworks gemäht, weil ja, der ist einfach, der hat Antrieb. Und das macht sie natürlich viel, viel besser. Ist aber hier für so eine Sache total unoptimal, wie ich jedenfalls finde. Und ach, guck mal, hier kommen schon wieder diese ganzen Brombeeren hier raus. Der Axel ist ja letztes Jahr hier nochmal mit dem Radler daran lang gefahren, richtig. Aber es hat wirklich nichts gebracht. Hier, überall wächst das Zeug wieder. Das muss ich alles mal runtermähen. Ich weiß nicht, was ich da mache, dass ich das einfach hier rauskriege. Ich habe schon mal geguckt, ob man das irgendwie ausstechen kann. Aber selbst wenn es ausstichst, irgendwie kommt das wieder. Das kommt auch hier zwischendrin. Schaut mal hier. Alles immer wieder. Eigentlich das Zeug kannst du wirklich nur runtermähen. Und eigentlich wollte ich ja hier schon pflanzen hier, das ist so ein bisschen heckemäßig. Ich habe ja diese schönen, ganz hinten da diese, ja, die wir dort hinten eingepflanzt haben in unserem Berg, diese ja, Rosen oder diese Bauernrosen, wie sich das so nennt, keine Ahnung, die haben wir ja dort hinten eingepflanzt. Und die wollte ich dorthin pflanzen, aber jetzt weiß ich nicht, wenn diese ganzen Brombeeren, was sie sind, diese Sträucher und das immer wieder hochkommen, ob das so optimal ist. Ja, hier seht ihr mal, es wächst alles. Gut, das nicht, das ist eingegangen. Hier weiß ich auch nicht so richtig. Grün ist es. Also die meisten zwischen dem ganzen Unkraut stehen. Und selbst hier hinten die, wo ich ja gedacht habe, hier kommt nichts. Schaut mal, wächst richtig toll. Also ich mache mich jetzt erstmal ans Rasenmähen. Hier ist noch schönes Wetter und es nieselt schon und hier sieht es richtig dunkel aus. Das heißt für mich, ich muss nun doch streichen erst einmal. Ich habe mich ganz schön geschunden mit diesem Kabel da, weil es war gar nicht so einfach gewesen, weil direkt hier hinten ist es ja wie ein 90-Grad-Knick und dann war auch noch so ein dämlicher Stein im Weg. Und das halt rumzukriegen, ohne die Hände hinterzukommen, hat sich natürlich total bescheiden gemacht. Naja, wir haben es jetzt schon übelst spät, also ich werde wahrscheinlich heute, wer weiß wie lange hier sitzen und diese Wand verputzen, aber ich habe mir das vorgenommen. Und naja, einzigste, was ich gerade festgestellt habe, kommt mal mit. Wir gehen mal kurz raus. Ich muss heute nicht mit dem Rührwerk rühren. Heute ist Mittwoch. Letzte Mal, wo ich hier geputzt habe, war Sonntag. Und da waren noch die Rotschwänzchen in dem Mischer. Und jetzt ist das Nest dort hinten leer. Keine Rotschwänzchen mehr da. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann mir bald nicht vorstellen, dass sie ausgeflogen sind. Und ja, ich ahne Schlimmes. Ist ja auch ein
Eine scheiß Position für ein Nest im Mischer, wo jede Katze reinspringen kann. Naja, schlecht für die Rotschwänzchen, gut für mich, weil ich haue mir jetzt den Mischer an. Habe ich zeitlich einen riesen Vorteil, als wenn ich hier alles mit rüber rühre. Los geht's. Four tires and a tank full of freedom. Threw my worries out the window, needs them. Exercise, flying by on a Friday night, going fast. Wasting gas never felt so right. Slowing down feels like we're giving up. FOMO, left foot, can't get enough. Pull off, any exit on the interstate. Take a 2 week, too late, get away. Drive till my heart starts. Die drei Felder sind jetzt fertig gestrichen. Wenigstens etwas geschafft. Die Wände mache ich einfach einen anderen Tag. Rennt ja alles nicht weg hier. Jetzt regnet es nicht mehr draußen, das heißt, ich kann weiter Rasen mähen. Und schon ist Feierabend für mich, Leute. Eigentlich sind das so Arbeiten, die ich eigentlich gerne Samstag mache, aber zurzeit, es ist jeder Samstag voll. Jedes Wochenende ist irgendwas zu tun. Termine von Hochzeiten bis Bandauftritt und Geburtstage. Ihr glaubt's nicht. Also in der Hinsicht wünsche ich mir Corona zurück, aber nur in der Hinsicht. Nicht falsch verstehen. Ja, soweit bin ich jetzt gekommen. Hier hinten muss ich noch mähen. Aber Agro war leer. So, aber ich muss sowieso heim. Ich muss noch mal schnell was einkaufen gehen. Hab schon alles noch gegossen gehabt hier, wie immer. Und ja, das war's für mich erstmal heute. We played water fights, stayed up at night and dreamed of ways through the world. Hallo Jungs und Mädels, heute ist Donnerstag, ich bin Einzelkämpfer, mal wieder. Naja, gestern war ich sehr, sehr lange auf der Baustelle, also es hat sich wirklich hingezogen. Ich habe hier hinter in unserem Bad die eine Wand verputzt, das will ich diese Woche unbedingt fertig kriegen. Also die vier Wände, zwei sind jetzt fertig und die anderen beiden, da muss ich heute noch ein paar Schienen setzen, dass ich das nächste Mal dann sofort loslegen kann, beziehungsweise die Tür einschrauben. Dann brauche ich eigentlich gar keine Schienen, muss ich mir überlegen, wie ich das am besten mache. Das mache ich jetzt gleich. Dann mache ich das unten noch ein bisschen in dem kleinen Bad sauber, weil der ganze Dreck von gestern Abend noch da liegt. Ich hatte da keinen Bock mehr, das noch ordentlich aufzukehren. Das mache ich heute noch. Und dann wollte ich eigentlich noch, dann gehen wir mal kurz raus. Denn ich bin zwar allein auf der Baustelle, aber mein Freund, der Leguan, ihr kennt ihn alle, macht trotzdem noch Sachen für mich. Das sind drei Hölzer, die habe ich letztens eigentlich hierher transportiert. Die lagen bei uns, glaube ich, schon 30 Jahre unterm Holzschuppen. Und als wir am Wochenende mit dem Axel hier waren, da haben wir gesagt, die laden wir wieder auf und ich habe die jetzt am Wochenende zum Axel rübergefahren und der hat mir oben so einen Zapfen reingeballert. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hat mir sozusagen so schon mal richtig schön vorbereitet. Kurz nochmal mit der Fächerscheibe bearbeitet und einen Zentimeter runtergeschnitten, weil die war ein bisschen breiter. Und die will ich eigentlich, da gehen wir mal hier hinten rum. So. Die Rüstung. Da muss auch schon wieder Rasen gemäht werden. Meine Fresse. Eigentlich hast du hier genug mit dem Grundstück zu tun und kannst nebenbei noch bauen. So, die müssen, diese drei Steher, vor zig Tagen habe ich hier mal 1, 2, 3 Löcher gebuddelt. Und da, wo jetzt hier die Stricke runterhängen, 1, 2 und hier vorne an der Seite, da kommen diese Steher hin. Und damit das Ganze ein bisschen schick aussieht und auch richtig schön hält, werde ich da oben mir die Löcher reinbohren und mit einem Stechbeitel ausdengeln. Dort kommt dann der Zapfen rein, dann passt das eigentlich richtig schick. Nach rein zu, unten an die Hölzer schweißt mit der Lukas, der arbeitet auch noch im Verdeckten für mich, schweißt mit der Lukas noch so eine Spindeln. Und zwar sind das bei uns auf der Arbeit haben wir immer so eine, ich weiß gar nicht, wie die sich schimpfen, das sind so Spindeln für die Ketten zur Ladungssicherung. Und die müssen halt nach einer gewissen Anzahl Tagen oder wenn die irgendwann mal verschlissen sind, werden die aussortiert, weil die einfach nicht mehr der Norm und der DIN entsprechen. Bevor die in Schrott landen, habe ich mir letztens drei rausgekramt und da schweißt Lukas mir an den jeweiligen Enden statt dieser Haken, wo die Ketten reingehangen werden,
jeweils oben und unten eine Platte an. Und die eine Platte drückt hier unten in das Fundament und die andere Platte an das Holz. Und dann habe ich noch so eine Spindel, also die sind der Spindel, dann kann ich die das nochmal Höhen verstellen. Da wird das alles tiptop ausgerichtet, zu betoniert. Und dann wird diese Verstellung abgeschnitten, also abgeflext, dann sieht man das nicht mehr. Das macht der Lukas für mich, wollte er die Woche auch noch fertig kriegen. Mal gucken, ob ich am Wochenende, also seht ihr erst im nächsten Baublock, hier nicht die Hölzer schon eingedengelt habe. Dann kann nämlich die Dogastützen weg und dann sieht das Ganze schon wieder viel, viel schicker aus. So, genug gefaselt. Jetzt gehen wir erstmal vor aufräumen. Ja, ist jetzt nicht die schönste, weil ich gebe es offen zu. Ich habe mir bei den anderen Wänden hier in der Küche und so viel, viel mehr Mühe gegeben. Da habe ich wirklich solche Stellen tipptopp mit einem Reibebrett noch was Material eingefüllt und verrieben, dass ja alles schön glatt ist. Aber so haben sie es wirklich früher gemacht. Da haben sie wahrscheinlich hier gleich Tapete drauf geklebt und fertig. Und nachdem wir mit dem Robert ja letztens hier Gewebe eingeklebt haben und dann noch Filzputz drüber gemacht haben, habe ich selber eingesehen, dass das eigentlich total hirnverbrannt ist. Hauptsache, die Wand ist im Lot und hat keine Beulen und nichts drin. Und den Rest macht das Gewebe mit dem Gewebekleber. Da kommt mindestens noch 6-7 mm hier auf die Wand drauf. Da kannst du noch so viel ausgleichen. Mein erstes Zapfenloch und es passt eigentlich fast perfekt. Das ist ein halber Zentimeter, der dort fehlt, aber ich säge das Ding einen halben Zentimeter ab, drauf geschissen. Ich klappe dort nicht mehr weiter. Ich begebe mich ans nächste Loch, weil das lässt sich fummeln und die Sonne steht schon wieder tief im Horizont. Geht bald Licht aus. So, auf geht's zum nächsten Loch. Ja, wer sich so eine Baustelle vornimmt, dem rate ich schon mal, plant genug Zeit ein, wenn ihr es alleine macht. So ein Loch auszudengeln, ich denke mal, die Leute, die von euch vielleicht Zimmerer sind, die werden sich gedacht haben, um Gottes Willen, wie macht denn der das? Da gibt es vielleicht eine andere Methode, keine Ahnung. Das ist mir die erste, die eingefallen ist. Und ja, zwei Balken stehen erstmal nur per forma da, finde ich schon mal. Sieht richtig, richtig geil aus. Also wirklich. Ach, wird das schön werden. Also wirklich. Pfingstsonntag, ich bin am Video schneiden. Video bekommt ihr erst am Montag, aber ja, habt ihr nur mitgekriegt. Die Kinder, die backen hier ein bisschen ringsrum in meiner Küche. Ich freue mich schon. Was gibt's für Kuchen? Brownie. Brownie. Genau richtig. Mal gucken, ob er das schmeckt. Seitdem ich Corona hatte, habe ich irgendwie Geruchsprobleme. Es riecht vieles. Richtig eklig, was vorher gut gerochen hat. Zum Beispiel Kaffee kann ich überhaupt nicht mehr reden. Aber egal, das ist eine ganz andere Sache jetzt. Stefan hat nicht Tschüssi gesagt das letzte Mal und ich will das Video jetzt endlich beenden. Deswegen mache ich das. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ja, ahoi.